Mann, ich brauche die gleich tatsächlich zur Schneider. Somebody help me, I'm so cold. Holla. Das schreit ja geradezu nach einer Runde taktische Angriffsreihe. Nummer 1. Flug-Pokémon raus. Excadrill, Erdbeben. Salamence wird nicht getroffen, die anderen beiden kriegen Damage. Der ist weg. Und Luxray auch. Das nennt man taktisches Vorgehen in Pokémon. Such easy game. Verdammt, ich will da hin. Ich will wissen, was er da macht. Wie ist das denn jetzt nochmal mit Zerschneider? Ich könnte ihm das eigentlich beibringen für irgendwie Shadowclaw oder sowas, ne? Er weiß das mal jetzt auch. Ja, Shadowclaw, komm. Dann habe ich wenigstens einen dabei, der Cut kann. Und ich kann es immer noch später vergessen lassen. Jetzt kann ich wenigstens die Dinger hier mal auschecken, Leute. Ne? Das ist immerhin etwas. Aber vorher safen wir mal gucken, was das da für einer ist. Hey, you! You can see me? Yeah? Good, it's refreshing to see someone in this place who hasn't lost their mind. Where does the building behind you lead? To the Prince of the Sea, Manafi. My name is Zael, the gym leader of Hyuto City, otherwise known as the 8th gym leader of the Omni Region. The getaway behind me is off limits for people like you, I'm afraid. What's that supposed to mean? You may not be suffering like others who came here, but you are not Saint. No one is. Exactly, no one but me. The Prince of the Sea only gives its gift to breath underwater, to those pure of heart. You still have negative emotions inside of you. Come back after you relinquished them. Aha. Das ist der 8. Arena-Leiter, der Typ da. Interessant. Ja, komm, jetzt mach mal hinne hier. Ich will jetzt mal wissen, was das mit dem Geist hier auf sich hat. Ja, es ist ein Fehler, dass ich hier Imperator von habe. Ich sehe das selber. Aber ich wechsle jetzt auch nicht. Ja, Fuchtler! Ach, Mann. Scrafty. Ah, Ninetales, komm. Ach, das olle Viech. Kampf, Unlicht oder was war das nochmal? Ich hab das nie drauf. Ich hab das nie gemocht. Ich fand das Ding immer bescheiden. War richtig bescheiden. Nee. Mir hat echt nicht gepasst. Komm, weg. Sneebonner! Der tut mir leid, das war ganz schön schnell für dich. Ein kleiner Auftritt für Sneebonner. Ein großer Auftritt für Vulnona. Na, meine Dame, was ist mit dir los? Muss ich dir auch helfen? Ich hau euch einfach alle kaputt. Und dann kann euch nichts mehr passieren, denn dann seid ihr nicht mehr am Leben. Ja, hör halt auf. Brauche ich Surfer eigentlich in dem Spiel? Ich meine, wir sind jetzt gleich. Ich würde mal sagen, wir sind bald durch und ich muss noch nicht einmal irgendwo windsurfen. Ja, das kann sich auch nur über Stunden hinwegziehen, so wie das gerade läuft hier. Denn Sky Uppercut macht nichts an Damage und ich treffe nicht, weil ich paralysiert bin. Irgendwie sowas läuft, das läuft. Dragon Dance, was zum Geier? Warum willst du Dragon Dance lernen? Was ich eigentlich cool finde, erhöht Angriff und Speed. Aber. Was denn vergessen lassen dafür? Ich meine, das kriege ich später, das bleibt. Fuchtler. Stone Edge. Naja, Dragon Dance nicht. Leider nicht, tut mir leid. Leider nicht, leider nicht. Auch wenn jetzt einige sagen. Aah!
Duran, du Trottel! Nein. Der braucht Dragon Dance nicht zu erlernen. Starmie! Sind wir auch zum ersten Mal in diesem Spiel? Sieht cool aus. Sah cool aus, ich korrigiere mich. Okay, ich würde mal sagen, ich werde jetzt einfach mal wieder mein bestes Pokémon an den Anfang stellen. Mein Brutalander. Der einfach mal wieder zeigen soll, dass er es drauf hat. Das Ding kommt wirklich übrigens aus X und Y, das ist dieser komische Drache da. Der Drache, Quatsch, Kampfvogel ist das, Kampfflug, so. Total bescheuert, aber ja, gut, wenn er meint. Oh, Brutalander ist so gemein gefährlich. Mein Gott, mit, Kämpfen spart er aber nicht, ey. Okay, das ist schlecht, das Ding. Na, okay, wir machen das und das. Sollten beide weg sein. Yay! Und Excadrills Erdbeben tötet Raichu. Perfekt. Genau, wie ich es mir erhofft hatte. Besser kann es ja nicht laufen. Was bist du für einer? Okay, die fordern es ja auch geradezu heraus, dass man Erdbeben einsetzt, ne? Wie ihr meint. Aber vorher möchte ich noch gerne wechseln, und zwar Vespiquen rein. Jawohl! Dann ist sein Rizora sowieso weg. Nein, was? Rizora hat überlebt? Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Dragon Claw und du machst mal ganz schnell. Obwohl, ne, warte mal, bleib mal bei Erdbeben und du machst Sludge Bomb. Der hätte jetzt nicht gedacht, dass Rizoros das überlebt. Krass. Nicht schlecht. Was ist er noch? Rihornior. Vergiftet. Dragonclaw und du machst mal Dieb. Falls er die Dragonclaw überlebt, auch der überlebt tatsächlich. Sword Stance. Mal fliegen, du kannst nochmal Sludge Bomb machen. Bist so oder so weg. Siehste, perfekt, das läuft. Du noch, was? Die sind alle so paranoid. Da war dieser anscheinend dieser komische. Wie heißt es denn noch? Dieses komische Viech oder sowas, das sie hier völlig kaputt macht. Ich muss einfach Cut einsetzen. Voll schlecht. Greift damit Cut an hier. Ja, genau. Logisch. Warum auch nicht paralysiert? Poison Jab. Das tut weh. Zumindest auf einen von uns, ne? Na gut. Spannung ist jetzt was anderes, würde ich sagen, weil das ist jetzt eigentlich nur, gerade unglaubliches Gemosche. Ja gut, aber was willst du erwarten hier, ne? Warte mal, bevor gleich noch ein Doppelkampf kommt. Vespiquen nach vorne. Aber hier cutten wir mal eben. Einmal Zink, das ist nett, dankeschön. Gleich mal nutzen. Zink, was macht Zink nochmal? Spezialverteidigung. Vespiquen. Ja. Vespiquen brauche ich noch, ist ein guter Spezialverteidiger.
Hier laufen so viele rum. Was soll denn das? Was versprecht ihr euch denn davon? Oh, jetzt steht der da noch. Das kann doch nicht sein. Willst du auch noch auf die Klappe? Seht ihr, hier tauchen so viele auf hier. Dann wundert man sich auch nicht, dass man in den Supermärkten der Städte Äther kaufen kann. Weilord, na klasse. Na, dann müssen wir gleich mal gucken, was wir mit den Eltern eben machen. Ne? Einmal rund geben. Weil ich weiß nicht, ob Benga da unten kämpfen will. Safe schon mal vorher. Gut, jetzt gucken wir mal. Salamence. Dragonclaw und Erdbeben. Alles klar. Kriegt er. Äther. Erdbeben. Dragonclaw. Gut. Dann haben wir hier nix. Donnerblitz machen wir direkt. Dann lassen wir mal eben zwei Lava-Cookies springen. Für die beiden. Geheilt wird gleich. Jetzt erstmal Excadrill. Erdbeben. Ja. Erdbeben und der braucht alles bis auf Fuchtler. Und wohl Nona nichts, oder? Flammenwurf vielleicht nochmal, okay. Dann weiß ich Bescheid. Äther. Erdbeben. Flammenwurf. Und du kriegst für alle was. Scald. Icebeam. Stone Edge. Gut, das haben wir. Jetzt gibt es noch Hyper Potions für alle. Zumindest für dich. Und dich. Und dich. Und dich. Wohl Nona bei 5 KP braucht auch jetzt nichts. Das ist lächerlich. Geheilt haben wir. Benga, ich mach mal eben einen kleinen Safe State, damit auch nichts dazwischen kommt. Route 14, West to Fuxania City. Na klar, ja, kaum verschreiben, ne? How did you get here? I swear if that guy you call your friend is here, this place isn't living up to its reputation. Not now, Benga. I'm telling you right now, move out of my way. I'm not moving anywhere. I saw one of those Pokémon run into this cave. I'm not gonna stop until I get my revenge. This place, Arctic Mirage, is what or whatever. It doesn't affect me. I knows I'm only doing the right thing. I don't care about what you are doing. I'm not moving, bro. Not until we battle. Mann, Benga, ey, du bist so ein Hitzkopf, ne? Was ist das denn? Was ist das? Tyrantrum? Ein Drache oder was? Was ist das? Und wie viel Damage macht das? Alter, ist das krank. Zangoose. Nee, 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 nee. Erdbeben. Mir gerade überlegt, wohl Nona reinzubringen, aber. Oh, das tut weh. Der hat doch tatsächlich mein Salamence gepuncht. Na gut. Excadrill. Showtime. Nidoking, da bleibe ich doch drin. Sollte ein Erdbeben dicke ausreichen. Heatran, Heatran, Heatran ist das Viech, Impagator. Mit Scald. 69. Hohes Level. Echt hohes Level, Earth Power. Ich würde auch wundern, wenn ich das mal lerne. Okay, die Sau hat Leftovers. Das heißt, wir holen mal. Ich hole mal Klingklang rein und opfere ihn. Damit Vespiquen gleich einen Angriff umsonst hat. Ich weiß gar nicht, was ist Heatran? Feuer? Nur Feuer? Ich setze einfach mal Thunderwave ein. Vielleicht. Ja, das klappt sogar.
Gut. Klingklang hat sich geopfert, damit Vespi Queen jetzt reinkommt und einmal hoffentlich schneller ist und Dieb machen kann. Komm schon. Jawohl! Stole Leftovers. Das war's wert. Aber wir haben die Leftovers gestohlen. Perfekt. Ziel erreicht, würde ich sagen. Wir haben die nächsten Leftovers. Jetzt wird er wahrscheinlich aufheilen, wa? Der hält auf. Ja, ist egal. Ich greife trotzdem weiter an. Vielleicht verbrennt er wohl. Das Ding ist eh schon Feuer. Critical Hit. Bye bye. Volcarona, das ist das Mottenviech. Da bleiben wir auch drin. Mit Skald. Hurricane. Wow. Oh, und verwirrt. Na klar. Why not? Why not? Jawohl, da ist der Sieg. Why can't I beat you? You're a bad person. What's going on here? I'm still not convinced. I got the wrong idea about those Pokémon. I know they are evil and I'm going to prove it. Ja, also Benga ist nicht der Einzige, der so ein bisschen abgedreht ist. Wir drehen langsam auch echt ab. Wir sind echt böse geworden. Wir sind davon besessen, Daruges zu vernichten. Klar, Daruges hat ziemlich viel Scheiße gebaut, was uns echt aufregt. Aber wir sind echt auch bösartig geworden, so langsam. Ich hoffe, das ändert sich noch. Aber wer kann es unserem Protagonisten verdenken? Ich meine, sein bester Kumpel Ryu hier, der ist abgedreht, der Vater ist verschwunden und keine Ahnung.